Joho, Kritzelpixel-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kritzelpixel hier auf meinem Kunst-, Krempel- und Zeichen-Channel. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie man mit Aquarellbuntstiften malt. Dafür haben wir eine sehr günstige Variante einer chinesischen Firma genutzt und ich habe über die verschiedenen Techniken des Aquarellierens mit Buntstiften gesprochen. Jetzt möchte ich das Ganze ein bisschen vertiefen und da steht am Anfang, wie immer, die große Frage, mit welchem Brand, mit welcher Firma arbeitet man? Was hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Und ich besitze einen großen Haufen Aquarell-Buntstifte, den ich jetzt einfach erweitert habe. Viele Farben, die mir noch gefehlt haben, Farben, deren Minen komplett zerbrochen waren und ich habe mich dumm und dämlich gespitzt, habe ich einfach nachgekauft und zwar von unterschiedlichen Firmen. Und dabei ist auch das ein oder andere Set in meinem Warenkorb gelandet. Die IKEA-Stifte sind übrigens auch wasserlöslich, die werden wir uns auch anschauen. Dann hier aus dem Dekoladen wasserlösliche Wachsmaler. Dann habe ich nochmal einen ganzen Haufen chinesischer Aquarellstifte gefunden. Dann habe ich mir das Set von Cui Noir gegönnt. Dieses Stabilo Pastell-Aquarellstift-Set. Tja, meine alten Lyra-Stifte habe ich auch alle rausgekramt. Natürlich all meine Aquarellstifte von Faber-Castell. Hab diese ergänzt mit dem Grand D'Age-Stiften. Das Französisch kann ich nicht aussprechen. Ich habe auch übrigens wasserlösliche Wachsmaler und oh ja, ich besitze Inktense-Stifte von Derwent. Das sind also jede Menge Brands, die wir austesten können und das werden wir auf diesen Blättern machen, um festzustellen, was können die eigentlich? Angefangen mit Lyra. Auf jeden Fall habe ich einmal schwach aufgedrückt, einmal dick aufgedrückt, also richtig fest aufs Papier, um zu sehen, wie wasserlöslich sind sie. Und das, was ich bei den Lyra-Stiften auf der einen Seite mag und wiederum nicht mag, zeigt sich hier schon ganz deutlich. Sie sind ein bisschen kreidig, haben ganz guten Abrieb, aber sie lassen sich nicht komplett vom Papier lösen. Und man sieht es, sie werden so ein bisschen matschig. Seht ihr das? Das Gelb und das Blau? Das ist ein bisschen schwammig ineinander. So ein bisschen. Ich kann es nicht anders, ist einfach nicht schön. Und wie mischt sich das Ganze überhaupt mit Aquarellfarbe? Dann nehme ich hochqualitative Aquarellfarbe von Blocks, also Block mit X hinten, Blocks. Und dann mische das Ganze. Und hier sieht man einen ganz interessanten Effekt. Es mischt sich zwar teilweise mit den Pigmenten, aber teilweise nicht. Das hat auch Vorteile für verschiedene, wie soll ich sagen, Techniken, die man nutzen kann mit den Stiften. Und wenn man wenig Wasser nutzt, nur zum Verblenden, funktionieren sie übrigens gut. Und das ist genau der Punkt, worum es bei den Lyra-Stiften geht. Die taugen eher, um sie nur mit Wasser zu verblenden, als sie wie Aquarellstifte zu nutzen. Wir werden übrigens mit jedem Brand ein Bild malen. Das kommt dann in den nächsten Folgen mit zusammen. Wir gehen jetzt übrigens in dieser Folge nur die etwas teureren Brands durch. Und in der nächsten Folge seht ihr dann die günstigeren. Übrigens Faber-Castell, ne? Wenig Farbe. Super viel Pigment, wahnsinnig leuchtstark, fest aufgedrückt, alles ließ sich verwischen und es lässt sich wunderbar mischen. Diese Faber-Castell-Dürer-Stifte sind dann einfach Trumpf, was das Ganze angeht. Die sind auch super stark reaktivierbar, sprich, wenn man wieder aufs Papier geht, nochmal mit Wasser, wenn die Farbe schon getrocknet ist, kann man sie super gut reaktivieren. Sie lassen sich auch wie ein Traum mit anderen Aquarellfarben mischen, komplett nahtlos. Man weiß gar nicht, dass das eine jetzt ein Aquarellstift war und das andere war direkt aus dem Näpfchen. Also den Unterschied sieht man nicht. Das Verblenden hier ist ein bisschen komplizierter, weil sie sich so perfekt auflösen lassen. Verblenden bedeutet halt immer wenig Wasser nehmen und mehr oder weniger die Technik nutzen, um die Pigmente leicht miteinander zu vermischen, um einen schönen Übergang zu erzielen. Sprich, man bringt viel Pigment aufs Papier. Ist bei den Faber-Castell-Stiften ein bisschen schade, weil man zu viel Pigment abgibt. Dafür ist das Pigment zu geil. Apropos interessantes Pigment, Bössner stellt auch Aquarellstifte her. Die sind erstaunlich günstig, aber auch hier muss ich wieder sagen, leider recht kreidig und ein bisschen schmierig. Ja, so ein Hellblau hat ein bisschen, damit es so hellblau aussieht, hat ein bisschen Weißpigment mit drin. Deswegen ist es kreidiger. Das stimmt. Das Rot ist hier sehr vielversprechend. Das kann also sein, dass das nur bestimmte Farben sind, denen natürlich Weißpigment beigemischt worden ist. Weil das Rot, das ist ein Reinpigment. Das mischt sich wahnsinnig gut und ist sehr leuchtstark und hat einen unglaublich guten Abrieb und lässt sich auch sehr gut mit anderen Aquarellfarben, wie man sieht, hier mischen. Trotzdem sind die Pigmente ein bisschen gröber. Könnt ihr das sehen, wie ich das Pigment durch die Gegend schiebe? Das Problem hatte ich jetzt bei den Faber-Castell-Stiften nicht. Aber wenn man sich den Preis anguckt, ja, ne, es kostet halt auch nur die Hälfte. Und verblenden lassen tun die sich auf jeden Fall super. Die sind wahrscheinlich auch eher wieder dafür gedacht, eine Blendtechnik zu nutzen, als dass man sie wirklich fürs Aquarellieren vollständig vermalt. Bin aber ganz zufrieden damit. Jetzt kommen wir zur Crème de la Crème,
Grand Age, ich kann kein Französisch, keine Ahnung, hatte Latein in der Schule. Diese Stifte sind recht teuer. Es gibt auch noch eine Soft-Variante von ihnen. Also es gibt die in Hart und in Soft. In Soft sind sie wesentlich leichter aufs Papier anzubringen. Die sind ein bisschen teurer. Die gängige Variante kostet halt 1,57 € und die sind wahnsinnig pigmentiert. Und ich habe extra welche gekauft, die auch Weißpigment dabei haben, wie jetzt zum Beispiel hier dieses Orange. Oh, ist ein Traum. Genauso wie die Aquarellstifte von Faber-Castell lassen sie sich unglaublich gut vermischen. Sie geben unglaublich viel Pigment ab. Ich hab ein winziges bisschen aus Papier aufgebracht gehabt und nur leuchtstarke Farbe kommt dabei heraus. Sie sind dadurch, wenn man viel Pigment abgibt, dadurch sehr, sehr pigmentstark auf dem Papier. Man schmiert also wieder so ein kleines bisschen herum. Man muss dann mit den Stiften lernen, wie man umzugehen hat. Man schiebt ansonsten das Pigment durch die Gegend. Das hat man jetzt hier bei dem grünen Kästchen ganz gut gesehen. Aber ja, es gibt von dieser Firma auch Wachsmalstifte beziehungsweise Ölpastellstift, Wachsmal. Ich habe doch keine Ahnung. Ich kenne mich mit dem Medium nicht gut aus. Die ebenfalls wasserlöslich sind. Und ich glaube, das ist einfach so der Könner für große Flächen. Das war immer mein Problem, wenn ich mit Aquarellbuntstiften gearbeitet habe, große Flächen ausfüllen. Ugh, dann nehme ich lieber gleich normale Aquarellstifte. Aber für interessante Techniken und gerade für interessante Mischtechniken eignet es sich durchaus, mal mit Aquarellstiften zu arbeiten. Und ich glaube, ich werde mir eine Packung von diesen Öl, wasserlöslichen. Ach, guck doch mal an. Oh mein Gott, das ist so viel Pigment für so viel. Die sind nicht mal so teuer. Also es geht. Einigermaßen. Übrigens, Durant Intense Stifte sind tintenbasierend. Das sind nicht direkt Aquarellstifte. Die schauen wir uns jetzt gerade hier an. Die sind auch zu 100% wasserlöslich, aber sie sind auf Tintenbasis. Das bedeutet, sie sind nicht sehr stark wieder reaktivierbar. Wenn man viel Pigment aufträgt, sind sie wieder reaktivierbar, weil das Pigment dann sehr auf dem Papier sitzt und man kann, wenn man mit Wasser drüber geht, sie erneut vom Papier lösen. Aber alles, was ins Papier eingedrungen ist, lässt sich nur schwer wieder mit Wasser anlösen. Sprich, einmal vermalt, kann man sie nicht nochmal korrigieren. Was eine interessante Mischtechnik ist, auch mit anderen Aquarellstiften zusammen und sich für andere Techniken eignet, die wir auch noch in einem Extra-Video sehen werden. Wie gesagt, mit jedem Medium werde ich mir ein Bild vornehmen, darüber sprechen, wie das Ganze funktioniert, wie sich das alles hat vermalen lassen und was ich darüber denke und welche Techniken ich dafür empfehlen würde, aus meinem Laienverständnis her. Ja, und dann habt ihr hoffentlich eine ganz gute Übersicht. Übersicht habe ich auch hier jetzt eine ganz gute. Es ist halt der Klassiker, wenn man mit kreidigeren Pigmenten arbeitet, wird das Ganze recht strichelig und ein bisschen matschig und die Lyra-Stifte haben von ihrer Qualität so am meisten abgelost. Wir benutzen übrigens recht günstiges Aquarellpapier hier. Also ist jetzt nichts Besonderes, nichts Spannendes, weil ich wollte jetzt nicht wieder die Stifte glänzen lassen, indem ich einfach teures Aquarellpapier nehme und das alles einfach nochmal aufwertet. Weil je teurer und besser und hochwertiger das Aquarellpapier ist, desto mehr Pigment kann eindringen, desto mehr Wasser kann eindringen, desto mehr Farbe wird aufgenommen und desto brillanter sind auch nicht ganz so teure Medien. Das ist halt einfach so. Man glaubt, man kann am Papier sparen, kann man nicht. Das hier ist übrigens Mixed Media Paper und das sind die Lyra-Dürer-Stifte. Lyra-Dürer-Stifte. Wann ist die Lyra-Stifte? Nee, Rembrandt. Lyra-Rembrandt-Aquarellstifte? Richtig, komm schon ganz durcheinander. Mein Skript ist auch voll all over the place. Ja, das ist ein Mixed Media Paper von Paint On. Das mag ich ganz gerne, weil man dann ganz deutlich sieht, wann die Pigmente der Buntstifte am Ende sind, weil sie sich nicht mehr vermischen lassen, weil sie dann auf dem Papier sitzen. Da dringt nämlich nicht so viel Farbe und so viel Wasser ein. Trotzdem haben die Lyra-Stifte einen ganz guten Job gemacht. Sie sind ein bisschen grobkörnig, wenn man sie abmalt. Die Pigmente sind ein bisschen gröber, aber alles in allem funktioniert meine Blendtechnik sehr gut. Ich nutze hier teilweise viel Wasser, um Flächen zu füllen, und ich nutze teilweise recht wenig Wasser, um die Flächen zu verblenden. Und da ich weder Hautfarben besitze, noch irgendwelche anderen großartigen Pastelltöne, habe ich hier einfach Gelb und Rot und Orange und Braun miteinander gemischt, um eine realistische Hautfarbe zu erzeugen. Und dann konnte ich natürlich in die Schatten auch noch Blautöne einarbeiten und Grautöne und Brauntöne, um diesen einen realistischen Effekt zu geben. Denn wir wissen ja, Schatten wirken halt immer sehr kühl, das direkte Licht wirkt wesentlich wärmer. Man kann durch diese Aquarellstifte unglaublich viele Farben ermischen, die man eben nicht besitzt. Deswegen ist es ein sehr schönes Medium für Leute, die nicht viel Geld haben. Klar kann man gleich mit Aquarellfarben arbeiten, aber wer gerne mit Buntstiften malt, hat halt hier eine leichte Möglichkeit, sie zu verblenden, ohne Probleme.
Farben kann man ermischen, man braucht sie nicht extra kaufen, du brauchst nicht 300 Stifte zu Hause haben, damit du ein vernünftiges Bild malen kannst. Du kannst, wie ihr sehen könnt, kann man mit Gelb und mit Rot und mit Braun und anderen Einzeltönen eine wunderbare Hautfarbe ermischen und man kann mit Gelb und Rot und Braun und noch ganz viele andere Dinge anfangen. Funktioniert ganz gut. Sie sitzen ein bisschen hart auf dem Papier. War ich nicht ganz so glücklich mit. Sie sind ein bisschen grobkörniger. Aber alles in allem schöne Bilder, damit kann man auf jeden Fall gestalten. Vor allem wie meine Sketche, das ist halt immer so hier mein Sketchart. Wenn ich in meinem Sketchbook irgendwelche Farbsketche mache, ist das ideal. Ich brauche da vor allen Dingen auch Stifte, die nicht ganz so stark mit Wasser reaktivierbar sind. Deswegen sind die Lyra-Stifte, obwohl sie nicht hundertprozentig wasserreaktivierbar sind und sich nicht komplett auflösen, durchaus geil. Geil, hat Spaß gemacht. So. Ich weiß, das war jetzt sehr viel Input. Ich habe sehr schnell geredet, aber solche Videos würden sonst in 40-minütige Art-Diskussionen ausarten und wer soll sich das dann angucken? Ihr könnt es ja auf langsamer stellen, wenn ich euch zu schnell gequatscht habe. Ansonsten stellt eure Fragen in die Kommentare. Lyra-Stifte, coole Stifte, kann man mitarbeiten. Die nächsten drei Brands sehen wir im nächsten Video. Ich sag tschüss, bis dahin, danke für euren Support. Ohne eure Spenden wären diese Videos nicht möglich. Habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal bei Kritzelpixel. Das ist die total tolle Automusik. Das ist die total tolle Automusik. Gib doch ein Video an und lass ein Abo da dran oder ein Baby.